Jetzt sehen wir Leon, Marlon, Max, David und Julian. Die haben sich auch wieder an einem Hardware-Projekt versucht. Und es ist ein sehr schönes interdisziplinäres Projekt. Die haben gecodet, haben in CAD Gehäuse konstruiert, haben Elektronik eingesetzt. Das ist sehr schön. Und wo ist die Gruppe? Ganz hinten. Kommt doch vor. Ja. Ein Applaus für die Gruppe Smart Hut. Der Mentor ist Johannes und das Schöne ist, dass Johannes auch bis vor 2 Jahren noch Teilnehmer war. Und jetzt als Mentor. Ist ja nicht der Einzige, David übrigens auch. Also wenn ihr 18 seid, werdet ihr einfach alle Mentoren. Ja, hallo. Akku leer. Hallo, wir sind das Projekt SmartHut, sprich smartes Head-Up-Display und der Julian beginnt mit unserer Projektidee. Also beim Brainstorming hatten wir die Idee, dass es doch sinnvoll wäre, die Kommunikation bei Freizeitaktivitäten oder beim Fahrrad- oder Motorradfahren zu vereinfachen. Wir haben uns gedacht, es wäre doch sinnvoll, das über ein Head-Up-Display zu lösen, was dann am Helm oder Kopf montiert wird. Dies überträgt dann Benachrichtigungen oder Navigationsinformationen vom Handy auf das Display und zeigt diese an. So, jetzt. Jetzt kommen wir mal zu den Problemen, die wir bei dem Projekt hatten. Also es gab schon einige, aber haben sie auch einigermaßen wieder gut hinbekommen. Das erste, was wir hatten, wir wollten, wie er ja schon gesagt hat, die Notifications vom Handy auf das Head-Up-Display spielen, dass man zum Beispiel beim Motorradfahren nicht aufs Handy gucken muss, wenn jetzt einer eine Nachricht schreibt oder anruft. Da gab es aber von softwaretechnischer Seite Probleme, weil man nicht den Traffic abfangen konnte und den zu dem Arduino senden konnte. Außerdem bei der Hardware-Funktionalität hatten wir ein paar Probleme, weil das Display nicht funktioniert hat von Anfang an. Das war sehr frustrierend. Und die Arduinos haben auch ein bisschen rumgemeckert, wollten nicht so, wie wir wollten. Und das sollte eigentlich ein Head-Up-Display sein, was an den Helm kommt, aber das konnten wir nicht so befestigen, ohne dass der Helm dabei kaputt gehen würde. Leider. Genau. Wie gesagt, wie Marlon das schon gesagt hat, haben wir ein Head-Up-Display als Lösung benutzt. Also softwaremäßig haben wir die Arduino IDE genutzt in C. Und Marlon hat auch noch eine kleine Java-App geschrieben, die halt wegen der Hardware-Probleme noch nicht so richtig funktioniert. Genau, kannst weitermachen. Als Hardware benutzen wir momentan noch ein Arduino, der aber höchstwahrscheinlich dann gegen einen ESP8266 ersetzt wird, da der Wi-Fi und Bluetooth-fähig ist und dann nachher mit dem Handy koppelbar ist. Und als Grafikmedium haben wir ein ganz normales OLED-Display benutzt. Jetzt sehen wir gerade mal einen Querschnitt aus dem CAD, wie das Ganze funktioniert. Also ganz oben ist quasi das Display befestigt, dann strahlt das quasi runter auf einen Spiegel im 45-Grad-Winkel. Dann haben wir rechts eine Linse, die das Ganze fokussiert und auf eine Plexiglasscheibe vor dem Auge quasi projiziert. Genau, um das Ganze kompakt, also damit halt nichts verrutscht und die ganze Elektronik mit dem Akku unterhalten ist, haben wir das Ganze in einen Case quasi gebaut, das wir vorher in Fusion 360 designt haben. Und das soll dann auch nachher halt befestigt werden am Fahrradhelm oder Motorradhelm oder sonst wo. So, jetzt haben wir hier... Hallo. Jetzt haben wir hier mal eine kleine Demonstration. Das ist der SmartHut. Und jetzt sieht man hier diese Plexiglasscheibe. Und wenn ich dann jetzt einmal reboote, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu sehen. Deswegen halte ich mal die Hand davor. Boote da und man hat halt das Menü, wo wahrscheinlich dann Knöpfe am Motorrad, Lenkrad festgemacht werden können, die dann welche Applications triggern, um zum Beispiel die Notifications vorzulesen. Danke. Das muss okay. Und ja. Das war. Oder? Was? Es geht noch weiter.
So, jetzt stellen wir uns die Frage, what's next? Also, wie machen wir jetzt weiter mit dem Ganzen? Da wollen wir als allererstes das Ganze jetzt mal, sag ich mal, in einer Grundbasis fertig kriegen. Heißt, dass wir das Ganze verkleinern, also der Arduino dann gegen ein Nano oder ESP ausgetauscht wird. Heißt, alles in dieses Gehäuse rein kann. Und dann halt auch die App fürs Handy eventuell fertig entwickelt wird. Und wir dadurch dann auch eine Benachrichtigung auf den Smart Hut kriegen. Dann überlegen wir vielleicht noch über mehr Features, wie zum Beispiel eine Sprachsteuerung. Und als letztes denken wir noch über eine universelle Halterung an Helmen fest, so dass man an jedem beliebigen Helm dieses Gerät dann montieren kann.